Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen bei Olli Uncut TV. Ja, ich möchte den heutigen Sonntag nutzen, um ein kleines Update-Video hier zu präsentieren. Ja, alles, was so diese Woche reinkam. Ihr wisst ja, dass ich mich gerade ein bisschen umorientiert habe und auch auf Sachen, sag ich jetzt mal, Wert lege, die sonst immer so ein bisschen hinten angestanden sind. Auch mein neues Hobby, PlayStation zocken, ist hier mit involviert. Das werdet ihr sehen. Und ja, ich fange direkt mal an. Also diese Woche kam einiges rein. Ihr habt ja gesehen, mein lieber Abonnent oder Freund Abonnent, der Bernd, Defekt78, hat hier was mir zukommen lassen. Und zwar dieses coole Spiel, welches ich gestern auch schon angespielt habe. Und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ist theoretisch gesehen ein Film, bei dem man mitwirken kann. Also so kann ich es, anders kann ich es nicht beschreiben. Es macht mir wirklich fantastisch viel Spaß und werde ich demnächst auch auf Twitch zocken. Ich bin jetzt auch auf Twitch. Ich hatte gestern wieder so einen knapp 4-Stunden-Stream mit Doom. Also mein vierter sogar Stream war das. Und ja, macht mir auch fantastisch, also total viel Spaß, ja. In dem Paket war dann auch noch das hier enthalten, ja. Das ist so eine, ja, angedeutete Getränkedose mit einem kleinen Slot von den Goonies mit dabei. Zeige ich euch auch mal ganz kurz noch. Ist von Funko und ein echt cooles Teil, ein witziges Teil auf jeden Fall. Richtig cool. Ich habe auch schon geguckt, wo es die Dinger gibt. Also ein paar gibt es davon sogar auf Amazon. Den hier habe ich jetzt nicht gesehen, aber auf Amazon gibt es da so 2-3 verschiedene. Und ich denke mal, da werde ich mich auch nochmal begeisternd dran bereichern, auf jeden Fall. Also da wird es auf jeden Fall noch mehr geben. Das ist witzig, auf jeden Fall. Steht auch schon neben der Slotty-Büste, die wir bei uns in der Sammlung haben. Richtig cool. So, was gab es denn noch? Ja, da gab es noch was. Und zwar habe ich für meine liebe Frau, das habe ich auch schon gesagt, Hogwarts gekauft. PS5, für die PS5, Hogwarts Legacy. Sie hat auch schon selbst jetzt gerade eine ganze Weile sich damit beschäftigt. Also ich saß nebendran mit geschlossenen Augen. Ich habe ein kleines Mittagsschläfchen gemacht, aber sie hat sich dafür begeistert und es ist wirklich auch ein sehr, 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 wie soll ich sagen, lang. Ja. Also an diesem Spiel hat man lange, lange was davon. Ja, also von diesem Spiel hat man lange was davon. Mein Sohn selber hat es auch schon gezockt und er ist schon bei Stunde 24 und er hat gesagt, mindestens 70 Stunden Spielzeit sind hier auf jeden Fall am Start und ich bin gespannt. Ich werde selber auch auf Twitch nochmal komplett von neuem beginnen und ich habe aber schon gesehen, also man ist da wirklich eine ganze Weile beschäftigt, um das ganze Ausmaß da genießen zu können, ist man da wirklich eine Weile dran. Ist auch cool, also davon hat man eine Weile was, finde ich super, besser als ein Spiel, was man in 5 Stunden durchgezockt hat und dann hat man nichts mehr davon, super cool. Jo, womit machen wir weiter? Wir machen direkt weiter mit PlayStation 5, ja, und zwar habe ich mir die mehr oder weniger nützliche Fernbedienung dazu geordert. Ich dachte, für dieses Geld ist die Fernbedienung ein Item, ein Gadget, sag ich jetzt mal, was sich vielleicht lohnt, vielleicht auch nicht, ja. Ich meine, 15 Euro oder sowas, da kann man jetzt nicht viel verkehrt machen. Die meisten, wo ich gesagt habe, also, und die sich auskennen und gesagt haben, ich habe mir die PlayStation 5 Fernbedienung geholt, haben gesagt, hey, der Controller ist eigentlich die Fernbedienung und mehr brauchst du nicht, aber es hat hier schon ein paar Tasten mit am Start, Netflix, Disney Plus, YouTube und Spotify. Ich hätte mir jetzt vielleicht noch Amazon Prime gewünscht, also dieses Prime Video, statt Spotify. Spotify habe ich noch nie genutzt, ja. Aber ich finde es so an sich eigentlich schon ein cooles Gadget. Klar, mit der Fernbedienung machst du alles auch schon, aber ich finde es jetzt, wenn man seine PlayStation als Smart TV Ersatz Lösung nutzt, ja, also mein Smart TV hat auch die belegbaren Tasten und kann auch alles, aber ja, ich finde es jetzt eigentlich ganz cool. Also ob ich es jetzt nutzen werde oder nicht, eher nicht, ja, wird man dann sehen. Und Sony Fernseher können damit komplett gesteuert werden, also habe ich gelesen. Wenn du einen Sony Fernseher hast, kannst du damit wirklich auch alles machen, was du dir wünschst. Hat auch eine Sprache Taste hier, kannst du per Sprache kannst du hier dann dein Zeug irgendwie einsprechen, was du suchst oder
Pro 7, bla 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 oder keine Ahnung, ja. Aber das macht unsere andere Fernbedienung auch. Also von dem her, mal schauen, ob sich das rentiert hat. So, weiter geht's mit PlayStation. Also ich mach das hier Schlag auf Schlag, ja. Wir haben hier einen Controller. Und zwar habe ich gemerkt, wo ich live auf Twitch gezockt habe, letztes Wochenende, dass der Controller relativ schnell leer ist. Also nach 2,5 Stunden hat er nur noch einen Balken gehabt. Und ich habe gedacht, scheiße, wenn der jetzt leer ist und ich will noch weiter zocken, habe ich ein Problem. Ein zweiter Controller muss auf jeden Fall her. Wir haben uns auch vor, Multiplayer-Spiele anzuschaffen. Und meine Frau steht halt auf Rot. Von dem her habe ich ihr den Cosmic Red Controller gekauft. Ja, genau. Ich finde den eigentlich auch ziemlich geil. Ich finde den selber geil. Ich stehe selber auf diese Farbe. Und ich dachte, ja, so kann man die zwei Controller ein bisschen auseinanderhalten. Und wenn der eine leer ist, tust du den anderen in die Ladestation und zockst dann mit dem anderen weiter. Macht auf jeden Fall Sinn, wenn man live mehrere Stunden spielt. Ich habe ja gesehen, also 4 Stunden sind gar kein Problem. Die kriegst du locker rum bei Twitch. Und ja, deswegen hier diesen neuen Controller für meine liebe Frau. Jo. Um das Ganze laden zu können, jetzt geht es weiter mit PlayStation 5, also ist jetzt, wie gesagt, ein Thema, was mich selber interessiert, gibt es diese Docking Station hier, die habe ich gekauft, die hat wirklich auch nicht viel Geld gekostet, ja, das waren so 20 Euro oder was, passt auf jeden Fall von der Optik her zur PlayStation 5, wenn man sie in Original weiß oder dieses Grau, Lichtgrau hat, passt sie auf jeden Fall, passt auf jeden Fall sehr, sehr gut und man tut die Controller hier einen oben, einen unten, zack, andocken, ja, sag ich jetzt mal. Das Ganze leuchtet dann hier in blau und die Controller während des Ladens leuchten ja auch noch oben. Ich zeige euch hier mal ein Bild. Ja, das sieht auf jeden Fall ziemlich basic aus. Unten kommt der andere Controller ran und dann habt ihr hier eine geile Docking Station. Das ist doch cool. Ich find's gut und ich denke mal, warte mal, einen Moment mal. Ich hab ja hier haha. Ja, seht ihr das? Also blau, leuchtet schön blau. Ja, LEDs sind verbaut, leuchtet blau. Das Ganze steht bei uns im Wohnzimmer. Hinten leuchtet es auch blau. Ich weiß ja nicht, wie man das dann aufstellen möchte. Wir stellen es natürlich so mit der Front nach vorne und leuchtet während des Ladevorgangs blau. Und oben leuchtet dann normalerweise der Rand des Controllers. Das hier leuchtet dann orange beim Ladevorgang. Und ja, ist eine coole Sache, wie ich finde. Besser als diese Kabelgeschichte hier. Und ja, finde ich gut. Also ich persönlich finde das hier mit so einer Docking Station schön aufgeräumt. Und wirkt auf jeden Fall sehr hübsch. Ja, hübsch. So, dann ja, noch was reingekommen. Eine Kleinigkeit für meine Frau. Ja, und zwar ein Body Knocker von den Guardians of the Galaxy Volume 2. Ja, das Ganze sieht so aus. Finde ich eigentlich eine recht hübsche Sache. Süß. Werde ich jetzt auch direkt mal auspacken. Und ich denke mal, sie freut sich auch. Sie hat zwar schon gesehen, es ist, sagen wir mal so, einer der wenigen Marvel-Filme, die uns jetzt noch, interessieren, ja, weil, ja, da ist allzu viel passiert in der im Marvel-Universum. Seit Thor 3, ist Marvel bei uns irgendwie fertig und auch DC konnte uns nichts mehr abgewinnen mit den hier, wie heißen sie alle, mit dem neuen Joker und also ich meine jetzt nicht den Joker wie heißt er denn jetzt wieder? Ich kann den Namen immer irgendwie nicht aussprechen. Hier, aber ich meine das mit Harlequin und so. Ja, das hat uns irgendwie gar nicht gefallen. Und ich denke mal, wenn man jetzt nicht mal weiß, wie der Film heißt, dann, dann ist natürlich das nichts für einen unbedingt. So. Pack das Ganze jetzt direkt mal aus. Das ist so ein Ding mit so einer kleinen Solaranlage hier. Ja, und wenn das aufgeladen ist, drückt man einen Knopf und dann
Und dann wackelt der halt den ganzen Tag, ja, also das Wackeln bräuchte ich jetzt gar nicht, wusste ich auch gar nicht, wo ich das bestellt habe. Ja, das war noch so, ja, so ein, ich bin drüber gestolpert, es wurde mir vorgeschlagen, ich habe gesagt, ja, nehme ich, ja, kann man mal machen. Ist eine süße Sache, so für die Vitrine oder so, ja, kann man machen. Und wie gesagt, der Film selber oder die Filme, also vor allen Dingen der erste Teil, aber auch der zweite haben uns sehr gut gefallen. Und deswegen mal wieder was Kleines für die Sammlung. Ja, muss ja nicht immer so eine 500-Euro-Statue sein, sowas Kleines. Ab und zu so zum Hin und Her verschieben, so in den Vitrinen, finde ich eigentlich ganz nice. So, apropos was Süßes und Kleines. Also jetzt kommen wir dann zu den letzten drei Sachen von diesem Update. Also die Get Digital Box habt ihr ja gesehen, ja, gab es ja auch noch. Da gab es ja auch Kleinigkeiten und da gab es ja ein richtiges Unboxing von dem her. Lasse ich das jetzt mal außen vor, ist zwar auch ein Update, aber das lasse ich jetzt mal weg. Und dann haben wir hier noch drei Kartons, die sind alle gleich groß, alle drei so groß wie das hier. Ja. Übrigens alles bei Amazon, außer das Geschenkte, alles bei Amazon gekauft. Und ich zeige euch jetzt, was das hier ist. Grogu. Es ist Grogu. Ein Grogu. Ja. Ihr seht hier genau dasselbe Exemplar. Und ich habe euch ja damals im Unboxing schon gesagt, hey, ich hätte davon 1000 Stück kaufen sollen. Tatsächlich. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Preis bestehen bleibt. Weil das Preis-Leistungs-Verhältnis so extrem gut ist. Die Qualität ist hier extrem gut und der Preis 15 Euro, nicht 50, sondern 15 Euro, ja, für diese Qualität. Dann habe ich gesagt, ey, das kann nicht sein. Also ich werde davon auf jeden Fall jetzt nochmal was bestellen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Preis so bleibt. Und man hätte theoretisch gesehen, schon was, wenn man jemanden beschenken möchte oder, also nicht zum Wiederverkauf, das ist jetzt nicht zum Wiederverkauf gedacht, aber zum Verschenken oder vielleicht zu einem Special auf meinem Kanal als Gewinn, ja, das sind alles Möglichkeiten, die ich hier sehe, um günstig an was ranzukommen, um jemanden glücklich zu machen, ja, also ich sag jetzt mal, das ist ein geiler Preis, auf jeden Fall, und deswegen habe ich gesagt, für 15 Euro kaufe ich jetzt nochmal ein, so. Jo, also ich denke mal, das ist was Cooles. Also da freut sich bestimmt jemand. Und dann haben wir hier nochmal einen Karton. Ebenfalls Amazon, ihr seht's. Ja. Und hier drin ist. Grogu. Ja. Ihr dürft jetzt raten, was im dritten Karton ist. Oder ich sag's euch. Aber ich sag's euch. Sonst glaubt ihr mir eh nicht. Ihr glaubt mir nicht, oder? So. Glaubt ihr, da ist jetzt echt nochmal einer drin? Das wäre natürlich Wahnsinn, oder? Schauen wir mal. Grogu, Leute. Also, es ist tatsächlich so. Wir haben hier dreimal Grogu. Ja, man kennt es von Amazon. Die schmeißen halt alles in verschiedene Kartons. Ich habe nochmal drei Grogus bestellt, weil ich denke mir, als Geschenk oder als Gewinn auf dem Kanal oder sonst was, der geht immer. Ja? Star Wars ist mächtig. Ja, Star Wars wird es noch eine ganze Weile richtig gut gehen und vermarktet und alles cool. Und ich denke mal, ich zeige euch jetzt nochmal den ich hier habe. Den ausgepackten. Ja, also wirklich, Leute, der ist so süß und der ist von der Qualität her auch Bombe. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass Sideshow da überteuert ist. Also Sideshow ist mega, ich habe den auch gesehen, der hat dann auch Haare auf dem Kopf und so. Das hat der hier nicht, aber der ist auch ein bisschen flauschig so und also... Das hier ist so ein bisschen so weiches Plastik.
weicher Kunststoff. Der hat halt auch keine Beine. Das hat der von Star Wars, von Sideshow natürlich schon. Aber der ist trotzdem cool. Also Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese Plüschis, die sind ja sonst immer ziemlich teuer. Und das ist auch ein lizenziertes Produkt. Ja, das ist original. Nicht Wish oder sonst was. Das ist cool. Und 15 Euro, da habe ich gesagt, ey, da bestelle ich 3 Stück. Bevor es die nicht mehr gibt, bestelle ich da 3 Stück und habe auf jeden Fall was davon. Ja, also, und wenn es nur ein Preis zur Verlosung ist oder als Geschenk für jemanden oder so. Und dann denke ich, ist nicht viel kaputt gemacht. Und ja, ich denke mal, wir haben uns dann verstanden. Und warum ich das bestellt habe, ja, also ich finde es eine gute Idee. Meine Frau war da jetzt auch nicht ganz so amused, hat gesagt, warum? Aber ich seh da schon den Vorteil, weil jetzt willst du eine Verlosung machen, weißt nicht, was du verlosen sollst, bestellst irgendwas und wenn es ein Film ist, kostet auch mindestens 20 Euro. Dann mache ich auch mit den Dingern hier alles richtig. Also auf jeden Fall. Gell? Ja, der ist süß. Der ist komplett süß. Der ist cool. Auf jeden Fall. So. Oh, jetzt ist das Schild runtergeflogen, aber egal. Ja, das war das Update für diese Woche. Ich denke mal, es ist ein cooles Update. Also ein paar Games, ein Controller, eine Ladestation für die Controller, dann eine PlayStation 5 Remote, also Fernbedienung. Dann hier so ein kleiner Groot, Baby Groot, dann 3 Grogus. Ja, ich denke mal, das passt soweit. Und ja. Dann Get Digital, die Box, die hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, habe ich ja in dem Unboxing-Video erklärt. Und dann bin ich auch schon durch. Also ich werde diese Videos jetzt wirklich, wenn es sich lohnt, jede Woche machen. Wenn jetzt nicht so viel reinkommt, bleibt das auch mal aus. Aber diesmal hat es sich, denke ich mal, doch gut gelohnt. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Alle neuen Abonnenten, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, da gibt es ja einige neue Leute, die mich auch schon begrüßt haben. Und ja, wer noch kein Abonnent meines Kanals ist, kann das gerne nachholen. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr kein neues Video verpasst. Ihr werdet dann benachrichtigt und dann bis zum nächsten Mal. Euer lieber Olli Uncut von Olli Uncut TV. Ciao.